Herzlich willkommen zur LS Discounter Videoserie. Heute besprechen wir mit euch die Graco Classic S395 PC. Kleines Airless-Gerät, ich sehe da hinter mir hier oben stehen. Wir wollen mit euch besprechen, was das Gerät kann, also für welche Einsatzzwecke ist es geeignet, für welche Projekte, welche Farben, welche Materialien können verarbeitet werden mit dem Gerät. Zudem gehen wir auf die technischen Daten ein, also wie viel kann das Gerät pumpen, welchen Druckbereich kann es erreichen, was wiegt es. Wir besprechen mit euch den Aufbau und die Funktion, damit ihr eine erste Idee habt, wie man das Gerät bedient, wie die Funktionsweise ist. Und anschließend gehen wir auf den Lieferumfang ein, damit ihr seht, okay, wie ist das Gerät ausgestattet und kann man damit direkt loslegen. Okay, fangen wir dann einfach mal an, und zwar mit dem Einsatzbereich. Kleines, kompaktes Gerät, 90 Kilo wiegt, also ungefähr Größe und Gewicht von einem Bierkasten. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich allein auf der Baustelle unterwegs bin, dieses Gerät sehr gut transportieren, handhaben, kann ich oben am Tragegriff sehr gut greifen. Der ist auch so ausbalanciert, dass man das Gerät sehr, sehr gut eben transportieren kann. Vom Auto auf die Baustelle oder auch, wenn man es auf der Baustelle umpositionieren will. Von der Förderleistung ist das Gerät geeignet, um vor allem im Innenbereich eingesetzt zu werden, sprich Grundierung, Dispersion, Lacke, Lasuren. Das ist so der Einsatzbereich, wenn man jetzt an den Maler denkt. Dann geht es eben darum, die 3-4-Zimmer-Wohnung zu spritzen, vielleicht eine Hausflur mal durchzuspritzen oder einen Keller. Genauso aber auch vielleicht, um eine Holzdecke mit Lack zu beschichten. Das sind so die Anwendungen, die ich dafür die 395 sehe. Gucken wir mal ein bisschen genauer auf die technischen Daten. Dann kann maximal mit dem Gerät eingesetzt werden eine 0,023-Inch Düse. Und denn das Gerät hat 2 Liter Förderleistung pro Minute im Maximalbereich. Das heißt also, in Dispersion kann damit gut gespritzt werden, Grundierung auch und dann eben die angesprochenen Lacke und Lasuren ohnehin, weil die ja dünner sind. Maximaler Druckbereich des Geräts 227 Bar und Gewicht haben wir schon angesprochen. Der Vergleich mit dem Bierkasten, 19 Kilo wiegt das Gerät so, wie ihr es hier seht. Ja, da haben wir erstmal den Einsatz und die technischen Daten. Jetzt gucken wir uns mal den Aufbau und die Funktionen des Geräts an. Aufgebaut als elektrisches Airless-Gerät, das heißt Kolbenpumpengerät, ein Motor treibt das Gerät an. Wir haben hier vorne den Kolben verbaut, also es ist eine Kolbenpumpe. Die Kolbenpumpe erzeugt dann den Druck, sodass Farbe angesaugt und verarbeitet wird. Wir steuern das Gerät hier hinten über einen einfachen Kippschalter, um es an- und auszuschalten. Hier oben drauf ist die stufenlose Druckregelung, die man gegen den Uhrzeigersinn einstellt und dann eben den Druck erhöht und gegen den Uhrzeigersinn dreht man den Druck wieder runter. Zudem gibt es hier vorne ein Entlastungsventil. Darüber kann man das Gerät sehr gut reinigen und auch den Druck entlasten, wenn man Arbeitspausen hat. Und hier vorne, nicht ganz zu sehen im Moment, ist das Manometer, auf dem sich der Druck anzeigen lässt. Und da weiß man eben ganz genau, okay, der Arbeitsdruck, den man braucht, vielleicht 120 Bar, ist erreicht. Wenn ich damit arbeiten möchte, dann hänge ich erstmal die Ansaugung, also den Ansaugschlauch, in den Farbeimer. Das heißt, ich rühre mir die Farbe auf und kann dann eigentlich, ohne viel schmutzig zu machen, die Farbe direkt ansaugen über das Ansaugsystem. Habe dann also hier diesen Bereich, der im Farbeimer hängt, und kann den sehr, sehr gut anschließend reinigen. Hier unten ist ein Sieb dran. Und das verhindert, dass vielleicht irgendwie Schmutz, der in den Eimer gefallen ist, dass Farbreste, die vielleicht am Farbrand oder am Farbdeckel kleben und größer sind, ausgetrocknet sind, wenn der Eimer vielleicht schon ein bisschen offen ist, dass die nicht angesaugt werden. Die Farbe gelangt dann eben, wenn ich es ansauge, ins Gerät, über den Schlauch, durch die Pumpe, geht durch das Spritzgerät durch. Hier haben wir einen Hauptfilter, der ist hier verbaut und filtert das Material nochmal, um dann die Düse vor Verstopfen zu schützen. Hier seht ihr jetzt ein bisschen Flüssigkeit dran. Das Konservierungsmittel, das sich im Gerät befindet, bis es beim Kunden angeliefert wird, durch den Filter geht dann die Farbe durch. Hier sehen wir jetzt noch einen roten Deckel. Das ist eine Verschlusskappe, die dann abgenommen wird. Und dann wird dort der 15 Meter Schlauch angeschraubt. Das heißt 15 Meter Radius. Wenn ich also vielleicht ein Einfamilienhaus oder eine Dreizimmerwohnung spritze, stelle ich mir das Gerät zentral im Flur hin und kann dann von dort alle Räume abarbeiten. Und mit 15 Metern habe ich genug Spielraum, um dann eben eine Wohnung, ohne dass ich das Gerät umstellen muss, ich positioniere es mir einmal in den Flur und kann von dort alles wunderbar wegarbeiten. Vorne am Schlauch habe ich dran eine Pistole, dann eben mit der Düse, und da wird dann auch das Material zerstäubt, sodass ich es vernünftig aufbringen kann.
Das ist so der Aufbau und die Funktion, damit ihr einen ersten Eindruck habt. Wenn ihr mehr zur Funktionsweise und zur Bedienung von Geräten wissen wollt, wenn ihr so ein Gerät bei uns kauft, erhaltet ihr auch immer eine Tagesschulung mit dazu. Wir haben ein eigenes Schulungszentrum. Da findet ihr auch mehr Infos auf unserer Seite. Auch die nächsten Termine sind Tageskurse von 8.30 Uhr bis 17 Uhr, wo wir euch fit machen. Das heißt, auch wenn ihr Anfänger seid, seid ihr dann in der Lage, auf der Baustelle die Geräte vernünftig zu bedienen und eine sehr brauchbare Oberfläche hinzubekommen. Und auch möglichst Farbnebel im Griff zu haben und auch die Reinigung vernünftig durchführen zu können. Das sind die wichtigen Punkte beim Umgang mit diesen Geräten. Abschließend noch ein, zwei Worte zum Lieferumfang. Das Gerät wird komplett arbeitsfertig geliefert, so wie ihr es hier seht, mit Ansaugsystem, mit den Filtern verbaut, mit einem Schlauch hier in 15 Meter, 6 mm Innendurchmesser und der FTX-Pistole. Auch hier ist der Filter im Griff verbaut. Und ihr habt die Graco Rack X Standarddüse dran. Das sind die blauen Düsen. Das sind die klassischen Düsen, die es gibt. Damit kann man sehr vernünftig arbeiten. Gibt inzwischen aber noch ein paar Erneuerungen, was die Düsentechnik angibt. Inzwischen gibt es dort auch von Graco grüne Düsen. Die nennen sich, hier seht ihr auch eine, mal kurz zur Hand nehmen. Das ist die LP-Düse. Und die ermöglicht mit deutlich weniger Druck zu spritzen. Heißt weniger Verschleiß, weniger Farbnebel. Könnt ihr euch mal anschauen. Im Lieferumfang aber die Standarddüse mit dabei. Zudem gibt es noch Kolbenöl, das heißt, hier der Kolben sollte jeweils vom Arbeiten geölt werden. Das Öl habt ihr im Lieferumfang enthalten, genauso wie die Bedienungsanleitung. Das heißt, ihr könnt direkt loslegen. Die Düse, die hier mit dabei ist, ist die 517er. Das passt auch für sehr viele Indispersionsfarben. Und wenn ihr da unsicher seid, beziehungsweise die optimale Abstimmung der Düsen und der Filter auf euer Projekt wünscht, dann sprecht uns an. Wir können dann genau prüfen, was ihr für ein Material habt. Und können euch auch das Gerät dann entsprechend direkt ausstatten, sodass alles 100% stimmt für euer Projekt. Noch ein, zwei Worte zur Anwendung von Lack. Es gibt auch die Möglichkeit, das Gerät nochmal spezifisch für Lack auszustatten. So wie wir es jetzt besprochen haben, ist es im Wesentlichen eine Ausstattung für Grundierung, für Indispersion in der Wohnung. Wenn ihr Lacke zum Beispiel verarbeiten wollt oder Lasuren in dünneren Medien, dann kann es sinnvoll sein, einige Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Sprich, dass man einen Ansaugtrichter drauf hat, vielleicht auch einen kürzeren Schlauch, andere Düsen, andere Filter. Wir haben das in einem anderen Video nochmal ausführlich besprochen, wie ihr so ein Gerät optimal für Lack ausstattet. Oder wenn ihr Lack und Dispersion verarbeiten wollt, wie ihr dann das Gerät jeweils umbauen könnt, um es optimal zu nutzen. Da findet ihr den Link zu dem Video gleich unten drunter, sodass ihr alle Infos habt für die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, schreibt uns eine Mail, klingelt durch, schaut bei uns im Service Center vorbei oder bei uns in der Facebook-Gruppe Airless Tipps und Tricks. Da findet ihr alle Infos, da wird reichlich diskutiert. Inzwischen gibt es über 1300 Mitglieder. Das heißt, nicht nur wir beantworten dort Fragen, sondern da könnt ihr euch auch Tipps von anderen Malern, anderen Anwendern holen, die draußen mit den Geräten unterwegs sind. Vielen Dank erstmal soweit und dann bis bald.